Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Vanilla. Ich wünsche euch viel Spaß. Mhm. Hallo. Hallo. Minecraft geht weiter mit zwei Leuten. Also mit zwei anderen außen mehr. So fett bin ich nicht. Ach so, ja, stimmt. Hat der gerade Brot. Ja, du Fettsack. Hallo Chief. Weißt du eigentlich, dass Tem ein Fettsack ist? Der hat einfach ein Brot gegessen. Das ist gelogen, du bist der Fettsack. Hey. Tem hat nämlich seinen Mad-Eagle noch nicht gekriegt. Und da Chi noch nicht weiß, wo ich wohne, weil sie nicht glaubt, dass ich in der 123 Fake Street wohne. Ich kann nicht mehr lachen, meine Stimme. Mein. Aha. Chi hat sich... Meine Hals tut weh. Das klingt jetzt komisch, aber Chi hat sich das erste Mal verwurrt, indem sie sich dem Gruppenzwang hingegeben hat, dass sie einen Stink-Stream machen soll. Oh ja. Oh ja. Ich fand das cool. Richtig dreckig. Und sauber war es auch nicht. Aber, und extrem unhygienisch. Überall Haare. Und ein Äffchen war da auch, der war lustig, der UUA gesagt. Ja! Ich mach mir jetzt eine krasse Angel, weil meine Angel ist ja nicht mehr krass. Ich hab schon wieder Schnee und Wolken im Haus. Bim, 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 bim. Was soll ich jetzt, Mann, das ist jetzt so kurzfristig, was will ich überhaupt machen? Ja. Weiter. Du könntest schon wieder verprügeln und seine Angel klauen. Nein. Wie viele Etagen wollte ich überhaupt machen? Ich bin jetzt bei dunkelblau, muss mal hier. Was habe ich für Farben? Ich glaube, ein bisschen nach oben geht noch. Abgang. Ja, so nee, ich weiß nicht, wann ich aufteilen wollte, deswegen lila, pink, rot. Grün fehlt noch, wenn ich das richtig sehe. Ich habe noch keine grüne Etage. Oh, fuck you. Echt, ja, schon, sei mal nicht so frech. Aber! Ich bin alt und kaputt und jetzt zwingt mich zu Dingen mitten in der Nacht. Ja, echt? Hab ich ja. Mich heute nie schon genug verurteilt. 1, 2, 1. Wir sind schuld. Fuck, ich brauch Holz. Ihr seid an beiden Verhuren schuld. An beiden, Leute, was? Ihr seid dran, dass ich mich vorhin verhurt habe und ihr seid dran schuld. Das Wasser doch wohl. Ach, lass mich. Besoffen? Nein, Mann, ich bin alt. Ach ja, vergesse ich manchmal. Ich hab vergessen, was es alles für Boni gibt für Angel, aber. Ich frag mich im Stream, die da mit dem, die Pokémon nicht kannten und so, wie alt die waren, ey. Gefühlt waren die nicht älter als. Und nicht? Gefühlt waren die nicht älter als 10, die da am Anfang waren. Die kannten waren nicht das Pokémon-Intro nicht. Nein, nicht das Pokémon-Lied. Sie kannten Pokémon allgemein nicht. Was? Ja, also vom Namen her, aber mehr auch nicht. Was ist falsch mit den Kindern? Ja, genau so. Und das war, ich habe zwischendrin ein Lied gespielt, wo ich gesagt habe, das ist aus einem Film, wer kann es zuordnen? Das war aus dem ersten Pokémon-Film. Und Matanui war der Einzige, der es zuordnen konnte. Ja, das war nicht vom ersten, das war für den Vording, aber... Ja, der gehört zum ersten dazu. Auf jeder legalen Dingens vom ersten Film ist das automatisch mit drauf. Das ist auf der VHS mit drauf gewesen, das ist später auf der DVD mit drauf gewesen. Das gab es nicht einzeln. Dann weiß ich das. Das wurde im Kino davor gezeigt. Ey, da hört's aber auf. Mit meinem Verständnis. Das hat mich echt deprimiert. Die haben sich dann beschwert, dass das doch, weil Film und 97 und das ist ja alte Leute kam. 97? Also der Pokémon-Film, der ist von 2000. Also 97, ja? Da, da wurden die jüngsten noch Menschen, die es jemals geben wird, geboren. Ja, das ist pervers, oder? Die müssen noch jünger als Hunti sein. Warte. Bisschen schlecht für deine Schule. Ja, ist ja schon ekelhaft. Da weiß ja sogar mein Neffe besser Bescheid und der ist 7. Ja gut, der hat aber auch... Der wurde erzogen. Ja gut, okay. Das stimmt. Seine Mutter und ich prügeln ihm da schon ordentliches Videospielverständnis rein. Ach, ich bin dumm. Dank seiner Mutter auch viel zu viel Sternenkrieg. Aber wenn er irgendwann mit einem Laserschwert für euch kämpfen kann, dann ist das ja alles gut. Richtig. Als ob ich die scheiß deutschen Namen kenne.
Von den Buffs. So, ich hab's. Ich brauch Treppen. Reicht das? Wieso hab ich... Ach, fuck. So, ich glaube, ich habe jetzt eine geile Angel wieder. Minecraft. Rod. Enchantment. Schon mehr. Ja? Du bist lernfähig. Du hast vor dem Ding Minecraft eingegeben. Was gut ist, weil es wäre auf jeden Fall irgendwas in dem Porno gekommen, hättest du jetzt weitergesucht. Mit Rod und allem. Mhm. Rod Enchantment. Der geilste Porno überhaupt. Rod Enchantment. Das ist der schöne vibrierende Zauberstab von Harry Potter. Vibratio. Gib dir mir danach den Gnadenstoß. Oh je. Erlöst mich von meinem Elend. Oh je. Ich bin zu müde. Die Sache ist, ich bin in so einem Zustand, ich bin körperlich fucking total alle, aber ich weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt hinlegen würde, ich würde nicht einpennen, ich würde noch eine Stunde wach liegen. Singen. Oh. Liegen. Mein Gehirn arbeitet nicht mehr. Ich bin gerade dreimal alle meine Kisten durchgegangen, ohne zu wissen, was zum Fick ich eigentlich will. Ach, ist das nicht eigentlich normal? Ja, und dabei alle meine Kisten zu sehen, dann wird's unnormal. Ich brauche Latte. Tim, wo bist du? Sie braucht bei der Mauer, Latte. Auf der Lauer. Sie hat Latten. Sie braucht Stufen. Das ist aber nicht gut. Chi! Du bist bloß neidisch, weil ich eine größere Latte habe als du. Das stimmt. Chi! Musst du dir morgen auch einen Wecker stellen, weil irgendwelche Leute früh morgens was vorhaben, wo du dabei sein sollst? Nein. Aber ich schon. Aber ich hab Katzen. Um 13 Uhr wollen die anfangen. Ich würd ja sagen, ich schmeiß die Katzen raus aus der. Aus dem Schlafzimmer für die Nacht. Aber ich weiß, dass Mandy dann sowieso wie dumm vor der Tür steht. Beatboxt. Miaut. Achso. Ich dachte, sie kommt gerade einfach nicht auf das Wort Wohnung. Ich weiß dann aus der. Zu mir essen oder mitnehmen. Ich will hier essen, aber dafür muss ich es mitnehmen, aber dafür müsste ich rausgehen und das ist eklig. Tim, ich habe eine Lücke in deinem System gefunden. Eine Lücke? Ich bin auf der Mauer. Ich glaube, ich hab irgendwo immer noch eine Etage, wo mir eine Fensterfront fehlt, aber ich habe keine Lust, die zu suchen. Läufst du dann wieder dagegen und fliegst runter? Du schon, weil ich bin quasi an dem neuen Ende der Mauer. Fensterfront fehlen, meine ich. Da ist halt einfach nur Holz. Ich bin vor der Kathedrale, theoretisch. Also gut, wenn man weitergeht und dann ist da die Wand. Ich hab Latten. Was für eine Wand? Stufen. Ja, Mauer. Die Mauer, auf der du bist. Aber ich bin... Ja, der bin ich. Und ich bin vor der Kathedrale einfach nach vorne und die Mauer, die dann kommt. Okay, ja. Da bin ich drauf. Soll ich dir die Lücke in deinem System zeigen? Ich bin nicht kreativ. Ja, genug. Aber. Ja, er denkt sich schon selbst was aus. Aus der Mauer auf. Chi, warum singst du jetzt noch freiwillig weiter? Ich weiß es nicht. Bist du dumm? Weil ich mich gebrochen hab. Yay! Es ist wie mit Drogen. Du hast einmal angefangen. Du machst einfach immer weiter. Weiter. Ja, stimmt, das habe ich irgendwann mal abgebaut für den Baum, der da trotzdem schlafen wollte. Weiter. Bitte tötet mich. Okay. Oh Gott, ich bin so geistig fertig. Sobald ich nur ein bisschen kichern muss, kommen mir übelst die Tränen, ey. Und der Hass. Ich habe jetzt Pipi-Augen. Weil kein Kacker dabei ist. Also sonst wird es wie Bier. Das ist auch gut, das ist zu nah an der Nase, da beobachtet. Alter, ich habe heute mir Kartoffeln mit Zwiebeln gemacht und das war die fucking härteste, dümmste Ficker-Zwiebel ever.